Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann an die Vorredner, an die Rede des Vorredners anknüpfen. Es ist ein gutes Gesetz. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, das Strafprozessrecht effektiver, praxistauglicher zu gestalten. Das ist ein guter Ansatz gewesen, denn über die Jahre hat sich das Strafprozessrecht durch viele Gesetzesänderungen auseinanderentwickelt. Das wieder zusammenzuführen, das war der Ansatz. Der ist uns nur in Teilen gelungen, da stimme ich dem Kollegen Ströbele zu. Da wäre mehr möglich gewesen. Der erste Aufschlag der Kommission beim Justizministerium war größer geplant. Aber wir haben dann auch viele Hürden nehmen müssen und wir haben über einzelne Regelungen gestritten. Und mein Dank an der Stelle vielleicht auch mal dem Justizministerium gegenüber, Justizminister Maas, aber insbesondere Staatssekretär Lange. Wir haben nun oft zusammengesessen, über viele Formulierungen, über Einzelworte diskutiert, debattiert, gestritten und haben im Ergebnis nach meiner Meinung eine wirklich tragbare, gute Lösung für die Reform des Strafprozessrechts an dieser Stelle gefunden. Also dahingehend einmal Dankeschön. Die einzelnen Punkte sind erwähnt worden. Die einzelnen Punkte sind erwähnt worden. Es sind die Befangenheitsanträge, die nicht mehr erreichen sollen, dass ein Verfahren endlos in die Länge gezogen werden. Es sind die Beweisanträge, die auch irgendwann mal gestellt werden müssen, bis zum Ende einer Frist. Es ist die Erscheinungspflicht des Zeugen vor der Polizei, der nicht einfach sagen kann, ach, was interessiert mich, wenn die Polizei mich zur Befragung lädt. Und es sind auch die Fragen der audiovisuellen Vernehmung, die dann ermöglicht, hinterher noch einmal zu schauen, was hat der Zeuge wirklich bei seiner Vernehmung gesagt. Ob die jetzt noch weiter ausgedehnt hätten werden müssen, ob das uns mehr Klarheit, mehr Transparenz gebracht hätte oder vielleicht auch mehr Revisionsgründe, das kann man unterschiedlich beleuchten. Und wir haben die Expertenanhörung ja zu diesen Themen gehabt. Wir haben ja 3,5 Jahre über diese einzelnen Punkte diskutiert. Und von daher freue ich mich, dass Frau Kollegin Berlosse das auch noch mal dargestellt hatte, dass sie diese Genese, diese Entwicklung des Gesetzes dargestellt hatte. Und dann an der Stelle von der Opposition zu sagen, dieses Gesetz entsteht in wenigen Tagen. Herr Kollege Ströbele, Sie waren doch bei der Expertenanhörung, wo auch die Quellen-TKÜ diskutiert worden ist, dabei. Da habe ich doch noch die Frage der Notwendigkeit der Quellen-TKÜ gestellt. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das nicht mitgekriegt. Dann verstehe ich, dass Sie sagen, das kommt jetzt spontan. Aber das ist doch nicht spontan. Es war im Gesamtpaket der Strafprozessordnungsreform drin. Dann ist es rausgenommen worden in 2 Teile, weil wir auch aus der letzten Legislaturperiode doch den 81a noch als sogenanntes Leftover-Überbleibsel hatten. Und wir sind doch froh, dass wir den 81a jetzt in dieser Legislaturperiode mit durchgekriegt haben. Wir beide waren doch mit dem Kollegen von Essen damals Berichterstatter. Wir wären doch beide froh gewesen, hätten wir den 81a damals schon durchgekriegt. Jetzt ist es uns gelungen, das endlich zu machen. Und jetzt hängen Sie sich an 2 Punkten auf und blockieren dieses gute Gesetz, nämlich an der Quellen-TKÜ und an der Online-Durchsuchung. Beides Bereiche, die wir ohnehin schon haben. Es ist ohne weiteres derzeit möglich, den Telefonverkehr von Verbrechern, die schwere und schwerste Straftaten im Verdacht stehen, auch abzuhören. Das kennt jeder, der mal Tatort guckt. Jetzt ist es nun mal so, dass bei Tatort die Leute nicht alle per Messenger telefonieren. Das machen aber die Menschen in der Realität inzwischen. Nur noch 15% der Kommunikation erfolgt unverschlüsselt. Gucken sich mal die Kids an, die drücken auf den Hörer bei WhatsApp. So, und diese Kommunikation von Verbrechern, von Verdächtigen, die schwere und schwerste Straftaten im Verdacht sind, begangen zu haben, die wollen wir genauso haben wie die normalen Telefonate. Und das ist berechtigt. Und das eröffnen wir jetzt mit der Quellen-TKÜ. Der 2. Bereich, Online-Durchsuchung. Es ist heute Alltag, wenn am Tatort ein Handy gefunden wird, dass das ausgelesen wird, ergibt sich aus 110 der StPO. Wenn Sie aber das Handy nicht finden, aber wissen, es stehen schwerste Straftaten im Raum, wo sogar noch die besondere Schwere festgestellt worden ist und werden muss, das haben Sie eben unterschlagen, Herr Kollege Ströbele, steht nämlich auch im Gesetz bei 100b drin, dass auch noch die besondere Schwere der einzelnen Tat festgestellt werden muss, dann muss es auch möglich sein, das Handy zu durchsuchen, genauso wie es durchsucht werden kann, wenn es am Tatort beschlagnahmt wird. Von daher eröffnen wir die Möglichkeit, Straftaten zu verhindern, sie zu verfolgen und dementsprechend auch die Täter dingfest zu machen. Das ist nichts Aufregendes, das ist nichts, was man skandalisieren muss. Das sind die Dinge, die in der normalen Welt, nicht in der digitalen Welt, schon bisher immer möglich waren. Das eröffnen wir jetzt für die digitale Kommunikation. Und Herr Kollege Wunderlich, wenn Sie noch bei 1990 stehen geblieben sind, dann werden Sie halt Straftaten nicht mehr ermitteln. Die Täter kommunizieren heute digital und da ergeben wir unserer Polizei und den Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit, auch
auch diese Kommunikation in ganz besonders schweren Fällen abzurufen. Und das ist auch richtig so. Deswegen unterstützen Sie unseren Gesetzesentwurf. Dankeschön. Vielen Dank, vor allen Dingen für die perfekte Einhaltung der Zeit. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt hat jetzt der Kollege Alexander Hoffmann für die CDU.